So, schauen wir mal, ob sich das jetzt fängt. Gut, sagen wir mal was. Udo, alles Jetzt klar. muss es da sein. Das ist immer wieder das jetzt nur, ob ich jetzt gerade, ob ich jetzt hier, wenn wir diese Perspektiven machen, der Aufbau, wo ich schon gesagt habe, 2, 4, 8, 16, 32, was du ja auch bei der Computerentwicklung hast, 8-Bit, 16-Bit, 32, 64-Bit, das hat ja einen tiefliegenden Sinn. Und wo ich dann sage, jetzt hast du mal hier die 16 Seiten, wo alles hat, die übrigens nachvollziehbar sind. Ob wir jetzt wieder von unserem Internet reden oder von der Brille reden, egal von was du redest, du hast erst einmal 16 Seiten. Und die 16 Seiten, die erste Seite, da waren so viele Lösungsmöglichkeiten, wie ich gesagt habe, zerbrech dir mal den Kopf selber bei Figuren, die ich mir jetzt ausdenke. Figuren sind ja eigentlich nur immer ich Geist, bloß mit verschiedenen Möglichkeiten an Konstruktionsfähigkeit und an Filtersystemen. Das wird ja begrenzt durch den Intellekt, praktisch den Intellekt, den du zurzeit zum Denken benutzt, den wir Schwamminhalt nennen. Das ist diese Computermetapher. Darum ist es ja auch, dass hier letztendlich alles, was irgendeine Figur in dir äußert, sind Facetten von deinem eigenen Intellekt. Du könntest ja die Figur nicht einmal träumen, wenn die nicht auf dir drauf wäre. Das heißt, dass du merkst, wie viele schwarze Stellen, Blackboxen du eigentlich hast, wo ich immer sage, Schrödingers Katze. Und Schrödingers Katze ist ja auch wieder die Vereinfachung. Wir beginnen jetzt erst mit zwei. Und hier in der Wellengleichung wird ja eigentlich bei Schrödingers Katze nur dieses, sie lebt oder sie lebt nicht. Ich könnte jetzt sagen, sie existiert, ist lebendig oder sie ist tot. Dann ist sie aber so viel. Tot heißt ja so viel. Dann ist sie alles. Das heißt, die tote Katze, die ich mir jetzt ausdenke, symbolisiert letztendlich alle Möglichkeiten. Und die lebendige Katze, entschuldige das Katzenbeispiel, selektiert das, was jetzt auftaucht. Wenn ich jetzt die Kiste keine Katze reinmache, sondern eine Küche reinmache, meine berühmte Küche, du hast noch nie eine Küche gesehen, und geh mal bitte genau meine Gedankengänge mit und wir werden jetzt das Ganze wenn hebraisieren, dann ist jetzt erst einmal, wenn man das hebräische Wort Katze, wenn man das hebraisieren, also Deutsch, Hebräisch machen, die Buchstaben, und wir machen mal für das K das Kof. Ist ja voll legitim, weil unser Kof sprechen hier mehr auch K aus. Okay? Und du machst dann ein Z, ein Zari und ein He hin dran, KC, dann heißt es Endpunkt. Und dieser Endpunkt kann entweder, wenn er gedacht wird, existiert der Endpunkt, den kann man auch Urknall nennen, oder er existiert nicht. Und wenn wir jetzt in die Kiste, wenn wir die als Blackbox nehmen, sind diese beiden Möglichkeiten gleichzeitig da. Jetzt verknüpft man das, die tote Katze ist alles gleichzeitig und die lebende Katze, leben heißt auseinandergeschmissene polare Existenz, ist dein D, dein Wissen, das im Moment da ist. Ich habe schon darauf hingewiesen, Wissen ist jegliche Art von Information, die du zu sehen bekommst, Ehe, da steckt die Ehe schon drin. Jede Art von Information ist in dem Moment ein Wissenselement, ein Wissensmoment. Mom heißt Fehler. Das fehlt jetzt in dir, weil du denkst dir das ja aus der Einheit schon heraus. Jetzt sollte man natürlich die Grundelemente der Sprache sollte man jetzt im Hintergrund haben. Das heißt also, diese Katze, die lebende Katze, ist der Moment, den du zurzeit erlebst, in Bezug auf die Kiste, wenn da Küche drin ist, ist das, wenn du was anschaust. Oder du denkst an irgendwas und wenn es bloß ein Kaffeelöffel in einer Schublade ist, dann denkst du dir übrigens die Schublade schon wieder nicht, wenn du jetzt sagst, ich muss mir jetzt meinetwegen den und den Teller oder den und den Topf holen, dann muss dir klar sein, dass der Topf ja irgendwo einen dreidimensionalen Drumherum hat. Immer dran denken, du brauchst einen Unterschied. Ein weiß geschriebener Name auf einem weißen Blatt Papier ist nicht zu sehen. Da jetzt was Geschriebenes auf einem Papier zweidimensional ist, ist das, was du siehst, zweidimensional und der Hintergrund auch zweidimensional. Erinnere dich, was ich sagte, wir machen den Punkt immer kleiner, bis er unendlich klein ist. Das ist ja eigentlich fast der Kreis, solange ich mir den ausdenke. Und zwangsläufig war dann der Hintergrund im selben Maß vergrößert. So wie wenn praktisch der Wellenberg größer wird, muss auch das Tal größer werden. Denken wir uns ein dreidimensionales Objekt, ist es auch in der Mitte. Und dann haben wir um das dreidimensionale Objekt haben wir einen Raum drumherum, der zwangsläufig als Hintergrund wirkt von dem dreidimensionalen Objekt. Immer dran denken, der Punkt ist als Kreis, als gezeichneter Punkt zweidimensional und da gehört der zweidimensionale Hintergrund dazu und beim Kügelchen gehört der dreidimensionale Hintergrund dazu.
Und wenn du dir jetzt einen Topf denkst, ist der Hintergrund letztendlich einmal ganz abstrakt gedacht, den du dir holst aus der Küche, steht der Topf in der Regel in irgendeinem Schrank. Das ist ein dreidimensionales Gefäß, wo der Topf drin ist. Der Schrank wiederum ist eine dreidimensional ausgedachte Kiste, die sich in der Küche befindet. Die dreidimensionale Küche wiederum ist eine Kiste, die sich in dem Haus befindet. Es ist nur Dimension höher gedacht. Und jetzt ist es also, das sind so Kleinigkeiten, was es schult, wenn man das jetzt, wenn ich das nochmal wiederhole, es schult einfach die Präzision der Beobachtung. Und jetzt ist es natürlich ganz, ganz interessant, dass ich sage, jetzt, wenn ich jetzt, das Erste, was wir haben, ist, dass du mal, sobald du an was denkst, beginnt es zu existieren. Das ist noch sehr abstrakt. Das heißt, wenn ich jetzt an das Internet denke, dann existiert das Internet. Und dieses existierende Internet symbolisieren wir jetzt einmal mit einem Wellenberg aus blauem Wasser. Das ist der blau aufgeschmissene Wellenberg, gehört zwangsläufig das Tal dazu. Wenn man das T all, wenn ich das rot mache, heißt es ein immerseiender Gott, ein immerseiendes Nichts. Das ist es, das Tal. Darum ist es sehr wichtig in dieser extrem einfachen Metapher, wenn ich immer diesen Wasserspiegel nehme, wenn ich immer sage, Gott, Geist, geh, kann es nicht, geh, ist eben. Dann ist immer noch das Meer, dieser El Hayom drunter, denken wir uns jetzt ja als rotes Wasser. Aber rotes Wasser ist ja eigentlich nichts, das kann man eigentlich wegmachen. Unten ist das rote Wasser. Sobald wir jetzt aber einen Wellenberg rausheben, dann ist es schon was Besonderes, was ich mir ja denke. Das ist dann ein blauer Wellenberg und zu dem gehört jetzt in diesem roten Nichts ein noch nichtseres Nichts. Das ist es da, das eigentlich nichts ist. Also haben wir jetzt erst einmal nur diese Nulllinie. Jetzt ist natürlich im Hintergrund immer noch sehr mächtig, dass du dir das auch noch als Fläche vorstellst. Und jetzt ist ja dieses Ausgedachte. Darum ist es wichtig, dass jetzt unsere Drehungen, wo ich sage, unsere Linie, die wir jetzt einmal als Ebene nehmen, die die Ewigkeit darstellen, ich nenne das auch immer die Zeit, wir haben in der Mitte den Jetztpunkt und dann haben wir Vergangenheit und Zukunft. Vergangenheit und Zukunft jetzt von dir aus gesehen. Wir drehen das erst einmal, dass wir ein Oben und ein Unten haben und keine Vergangenheit und Zukunft mehr. Dann bist du in der Mitte zwischen dem, was in dir auftaucht, du bist dann diese Nulllinie, der jetzt zur Nullpunkt wird. Das, was in dir auftaucht, erfordert im Hintergrund ein Nichts. Das ist das Nichts des Programms, aus dem du das heraushebst. Jetzt haben wir aber ja in der Fläche nochmal die Tiefe. Das ist ja H, die Höhe, wie ich immer sage, ist ja HBH. HBH. Das ist die Höhe. J ist der Punkt. J, HBH. Jetzt haben wir noch eine Tiefe, die wir uns ausdenken. Das ist jetzt der Spiegelpunkt. Wohlgemerkt. Erste Drehung, zweite Drehung. Jetzt ist es, jetzt haben wir den Mittelpunkt und ein vor uns und hindern, vorn und hindern, hindern. Das ist das Gedachte, das du vor dich hinstellst aus dieser Mitte heraus. Ich mache immer jetzt erst einmal symbolisch die zwei Spiegel und wenn wir uns jetzt erheben, das ist die Synthese, erste Drehung, zweite Drehung, die dritte Drehung ist die Synthese und es schiebt sich jetzt alles in den einen Punkt zusammen, das praktisch das Zentrum, dein Denkzentrum darstellt. In dem sich alles befindet. Da denkst du dir jetzt in der Regel schon wieder dein Gehirn drumherum. Das ist jetzt der Punkt, wo dann das Gehirn drin ist. Also, der sich im Gehirn befindet, so rum. Alles, was du prinzipiell zu Sehen bekommst, weil sich's in dir aufspannt, es ist immer eine Eheexistenz zwischen Plus und Minus, zwischen Sein, Sai in Rot geschrieben, Bewusstsein ist nicht existierend und existierend. Ich kann natürlich jetzt, nennt man in der normalen Sprache, nennt man natürlich das Existieren auch auf das Seiende, aber das müssen wir jetzt rot machen, blau machen, Entschuldigung. Das heißt, das blau gelesene Sein ist letztendlich Existierendes. Ich verweise nochmal kurz auf diesen schönen Satz: Sein oder Nichtsein, das ist hier die Frage. Und das ist sehr trügerisch, wenn ich nicht weiß, was hier an Sein redet. Redet er von dem Bewusstsein, das nicht existiert, dieses Sein, wie man es spricht, rot, oder redet er von was Existierendem? Das ist jetzt das blaue Sein. Genau genommen heißt es, bin ich ewiger Geist oder was Existierendes? Sein oder Nichtsein? Nichtsein ist ja dann was Existierendes, weil das eben nicht ewiges Sein ist. Genau. Und dieses Spiel klingt nur verwirrend für jemanden, der einseitig denkt.
Das heißt, beim Internet ist es ganz einfach, es beginnt zu existieren, wenn wir an ein Internet denken. Das sind die zwei. Und wo zwei sind, sind automatisch nochmal zwei. Und das ist jetzt, wo ich sage hier, wenn du dran denkst, funktioniert es oder es funktioniert nicht. Das ist ein Unterschied, ob ich sage, das Internet existiert oder existiert nicht. Es muss zuerst einmal existieren, aus dem Nichts existieren zu was Existierenden werden. Das sind die zwei Seiten. Und wenn es dann existiert in meinem Kopf, kann es entweder funktionieren oder nicht funktionieren. Auch, jetzt sind wir wieder bei der Verneinung von etwas, muss ich mir das ja denken. Um zu behaupten, mein Internet funktioniert nicht, in dem Moment existiert es ja bloß, es tut nicht das, was ich will. Oder es tut das, was ich will. Das nicht funktionierende Internet ist immer noch existierend, auch wenn es nicht geht, weil wir denken ja in dem Moment dran. Das beginnt jetzt für allen. Darum habe ich gesagt, bei der Brille, wenn du jetzt an deine Brille denkst, hast du die entweder auf oder du hast die nicht auf, habe ich die erste Stufe weglassen. Zuerst einmal denkst du an die Brille, die aus dem Nicht-Brillendasein in die Existenz gehoben wird und dazu spiegelt sich jetzt die Seite, ich habe sie entweder auf oder ich habe sie nicht auf. Du denkst ja auch an die Brille, wenn du sie nicht auf hast. Das wäre jetzt wie das Internet, das nicht funktioniert. Dann denkst du an das Internet. Das sind jetzt die vier Seiten. Und aus den vier Seiten waren dann acht Seiten, weil sobald du nämlich an deine Brille denkst, gibt es zwangsläufig eine andere Brille, die nicht deine Brille ist. Und sobald du an dein Internet denkst, gibt es auch ein anderes Internet. Mein Internet geht. Wenn deins nicht geht, hast du den Pech gehabt. Jetzt, wenn wir das durchspielen, kriegen wir acht Seiten. Und jetzt ist es, wie das Wort Internet schon sagt, wenn es ein Internet gibt, muss es auch ein Außernet geben. Und jetzt wirst du feststellen, dass du eigentlich genau genommen, wenn du vom Internet sprichst, immer von einem Außernet sprichst, weil du meinst, das kommt ja, das wäre bei unserer Tasse, jetzt schaue ich die von außen an oder von innen an. Bei der Brille wäre das, glaube ich noch, dass das, was auf der Brille auftaucht, wenn ich mir das jetzt als Gläser denke, sind jetzt das die Gläser von einem Monitor, wo Lämpchen drin sind, die letztendlich vom Innersten angesteuert werden. Oder meine ich, das Licht ist da außen und da kommen Lichtstrahlen dann rein und es sind Rezeptoren, die das Signal weitergeben an mein Gehirn. Ich habe es jetzt nochmal wirklich sehr präzise auf den Punkt gebracht. Wenn nicht, hörst du das nochmal zwei, dreimal an. Und es geht jetzt nicht um die Brille oder das Internet. Es geht, dass das für alles, was du denkst, wirst du irgendwann nochmal feststellen, wie du in einer von den 16 Zeiten, die du jederzeit nachvollziehen kannst. Mit jedem Ding, wenn beweglich wirst, wenn die Filter, wie ich das nenne, wechselst, wenn du neugierig wirst auf Sachen, die du normalerweise nicht kennst. Der Mensch ist immer nur neugierig auf etwas, was er kennt. Und dann meistens neugierig auf das, was er haben will oder was ihn in irgendeiner Art und Weise positiv interessiert. Alles, was negativ ist, versucht man möglichst von sich zu stoßen. Das ist wie mit einem Virus. Da müsste ich aber zuerst einmal wissen, dass der größte Virus, den es überhaupt gibt, ist diese virtuelle Welt. Das ist der Virus. Schau dir mal, was das lateinische Wort wir bedeutet. Wir und vier ist im Prinzip dasselbe. Wir sind unser eigener Virus. Wir und vier, das Virtuelle, das wir rot geschrieben ist im Lateinischen, das heißt einmal der Mann. Und dann wirst du dann merken, dann mischt sich über das Standzeichen im lateinischen Namen die Jungfrau mit rein. Das sage ich jetzt nicht, wenn du neugierig bist, musst du halt aber nachforschen. Wie heißt Jungfrau in den Standzeichen auf Lateinisch? Dann lacht dir das Wort, die Jung, und Jungfrau steht schon Junge und Frau. Jetzt kommt der Adam schon langsam zum Vorschein. Mit der Dominanz. Und das hat jetzt nichts mit dem Genderismus zu tun, dieser Wahn, die Menschen in dir haben, eine Gleichschaltung zu machen. Das, was zusammengehört, gehört zusammen, aber du darfst es nie gleichschalten. Da habe ich das Beispiel gesagt mit Europa. Es ist wie beim Körper. Wir schalten doch beim Körper die Sinnesorgane auch. Da will keiner versuchen, dass sein Auge zu hören anfängt und das Ohr zu sehen anfängt. Jetzt denkst du dir einfach, der Körper, der menschliche Körper symbolisiert Europa. Und sobald ich anfange, hier die Spezialitäten dieser Länder gleichzuschalten, mache ich eigentlich den Sinn dieser Kombination von Verschiedenartigkeiten, die eine Einheit auf einer höheren Ebene bilden müssen, ohne dass die Einzelteile dabei in irgendeiner Art und Weise verändert werden. Es ist so, baut sich alles auf im Leben. Ob das jetzt Körperorgane sind,
Das Herz ist nicht dazu da, dass es schmeckt oder dass es hört. Das ist jetzt in diesem logischen Konstrukt eine Bombe, wohlgemerkt in diesem logischen Konstrukt. Und es nützt nichts, wenn du dann versuchst, den Kabelstecker im Auto für den Zündstrom wegzumachen und dann Kabelschlauch anzustecken, weil der Kabelschlauch sein soll. Weil der leitet keinen Strom innerhalb dieses Konstruktes. Sondern du musst die Sachen so lassen, wie sie sind, aneinanderlegen und zwar so genial aneinanderlegen, dass was vollkommen Neues entsteht, ohne dass das Bestehende dabei vernichtet wird. Aber das geht nur, wenn ich aus Kreis und Dreieck einen Kegel mache, geht es nur mit einer höheren Dimension. Und diese höheren Dimensionen, von denen ich jetzt rede, stell dir die bitte nicht räumlich vor. Punkt, Linie, Fläche, das ist ein Symbol, das sind Symbole. Weil in deinem Kopf letztendlich gar nichts, in dem roten Kopf gar nichts räumlich ist. Jetzt könnte ich wieder, was ich tausendmal gesagt habe, denk jetzt einmal an eine Erdkugel und dann denkst du an ein Sandkorn oder an ein Atom oder ein Photon. Was denkst du? Du denkst eigentlich in der Regel mit einem normalen Programm immer, jetzt hast du an irgendeiner Kugel. Ja. Gut, das Sandkorn, das muss nicht unbedingt genau eine Kugel sein, aber das Photon ist mit Sicherheit ein Kügelchen. Ist doch logisch, aber nicht besonders geistreich. Was jetzt wichtig ist, sobald du dir irgendeinen Gag-Entstand vorstellst, ausdenkst, wird er so sein, wie du ihn dir ausdenkst. Und dann denkst du dir halt die Erdkugel groß aus und das Sandkorn wesentlich kleiner. Aber das Ausgedachte ist letztendlich in dem Zentrum, das du bist. Wie groß ist die Erdkugel in deinem Kopf? Wie groß ist sie in dir selbst, in dir drinnen? Also pass auf, wenn du jetzt wieder materialistisch den zweiten reinmachen machst, also größer wie mein Gehirn, kann sie auf keinen Fall sein, weil es ist ja immer ein Gehirn. Aber existiert das Gehirn, wenn du nicht an das Gehirn denkst? Die Frage beantwortet sich von selbst. Und die Spreu trennt sich vom Weizen, um wieder normal zu reden. Schlichtweg, ob du schon die Reife hast, das zu akzeptieren. Und du wirst feststellen, wenn du jetzt meinst, du brauchst eine Bestätigung von irgendeinem Brösel, der natürlich nur dann existiert, wenn du ihn dir ausdenkst. Da rennst du also hier wirklich gegen Wände. Und dann wird dir plötzlich ganz bewusst, wie unendlich geistlos die Figuren in deinem Traum sind. Die Masse. Breit ist der Weg der Masse in die Verderbnis. B-Rei-T. Im Spiegel sind Spiegelungen. Und die ganzen Spiegelfacetten, die in dir auftauchen. Das heißt, alles, was du siehst, sind Spiegelungen, sind letztendlich Putzzellstückchen von dir selber. Ausgestreute Schatten. Deines Intellekts, den du zurzeit zum Denken benutzt. Und du kannst jetzt das erweitern, dass du hier schon ansatzweise in die Kisten reinschauen kannst, auch wenn du jetzt einen anderen Menschen hast. Das bist ja immer du. Das ist dieses Schöne, wo ich sage, das, was du einen anderen tust, tust du mir. Egal, was du für einen anderen tust, tust du dir letztendlich selbst. Im Positiven wie im Negativen, jeden Leben. Lebst du zurzeit ein Leben, spielst du die Rolle, dass du Leute ausschmierst, wirst du feststellen, auch jetzt könnte ich sagen, wieder später, aber es passiert ja immer jetzt, so wie du in jedem Buch, egal welches Buch du aus dem Bücherregal rausnimmst, wirst du jedes Wort jetzt denken, egal aus welchem Buch dieses Wort stammt, dass du letztendlich immer dich selber ausschmierst und wenn du anderen was Gutes tust, wirst du das letzten Endes immer dir selber tun, weil du auch diese Rollen spielen musst. Ist natürlich auch wieder, hat auch wieder zwei Seiten, weil ich jetzt wieder sagen kann, habe ich es mit einer KI zu tun oder mit einem Menschen im Hintergrund. Das ist, darum sind die Videospiele da. Es gibt ja auch diese KIs. Ist, wenn ich jetzt zum Beispiel Autorennen spiele auf einer Computersimulation fahre, wir machen mal einen Multiplayer-Modus, dass wir sagen, das sind 30 Autos auf der Strecke, mein K-Fahrzeug und 5 andere sind irgendwelche Spiele, wo ich mich in einen Chat vereinigt habe, im Internet natürlich. Wo ich mich vereinigt habe, wo ich jetzt da Namen über die Autos habe, da ist mein Auto und 5 Autos, also ich sehe ja nur 5 andere, wo das drüber ist, wo Namen drüber stehen, wo ich mir jetzt denke beim Spielen, wenn ich allein vor meinem Computer sitze, diese 5 Autos sind da außen jetzt irgendwelche, die haben auch Lenkrad oder einen Joystick in der Hand und steuern die Autos und alle anderen Autos hier auf der Rennstrecke sind tote KIs. Wenn ich jetzt hier hinten einen reinfahre beim Überholen oder ich schiebe den runter, dann denke ich mir, der wird sich jetzt gescheit irren, der wird sich jetzt denken, was ist das für ein Arschloch?
Das denke ich mir aber nur, wenn ich einen Namen drüber stehen habe und ich glaube, dass dieses Auto, dieser Automat, dieser Automatismus von da außen von einem Trockenhausenaffen gesteuert wird. Wenn ich jetzt aber hinten einen wegschiebe, wo da kein Name drüber ist, ist es ja bloß ein KI, da bin ich mir dann ziemlich sicher, dass der sich nicht ärgern wird, weil da sitzt ja keiner drin in dem Auto. Merkst du, wir schauen das nur, das Wissen ist ja eigentlich alles schon da. Wenn du meinen Gedankengang mitgehst und du hast die Reife, dass du das jetzt kennst, das wäre jetzt zum Beispiel eine Sache, ich denke mir jetzt als Brüsseluder meine Mutti aus, der muss ich diese Beispiele nicht erzählen, weil die in ihrem Leben eigentlich zwar das Wort Computer kennt, aber die hat noch nie irgendwas mit Computer zu tun gehabt. Die war vorher schon in dem Alter, dass sie das gar nicht mehr interessiert hat. Das hat aber jetzt nichts, wir reden von intellektuellem Wissen. Und Wissen, jeder Moment, jede Information ist ein gewisses Wissenselement. Das ist jetzt eine komplexere Darstellungsform. Und solange du nicht wirklich neugierig wirst, es ist ein Akt der Reife. Wie viel Welt interessiert dich noch? Wie viel Pipifax interessiert dich noch in der Welt? Das ist so vergängliches Wissen. Wenn ich jetzt am Computer zum Beispiel rumtue mit Nerd, wo ich sage, mit Programmieren. Ich als Udo in meinem Leben hatte ich in die 80er Jahre, wie ich ersten Programme geschrieben habe, mit Basic und mit DOS, da habe ich dann irgendwann einmal gemerkt, du machst ewig was rum und bis das Ding dann einigermaßen läuft, gibt es schon wieder was vollkommen Neues. Mir fällt es gerade, wenn du jetzt irgendwas studierst, meinetwegen Architektur so und so viele Jahre, früher waren das noch Zeichenbretter, jetzt ist ja alles nur noch CAD-Programme. Der Witz ist, bis du mit dem Studium fertig bist, sind die CAD-Programme, die am Anfang des Studiums benutzt werden, schon wieder so veraltet, dass du nur am Lernen, nur am Austauschen bist. Das ist vergängliches Wissen. Du müllst dich extrem zu für deinen Alltag und musst ständig auf dem Laufenden sein, weil sich das Wissen so schnell verändert. Das ist auch die Kurve übrigens. Wenn du in das Jetzt kommst, es komprimiert sich alles in das Jetzt. Und solange du chronologisch denkst, kommst du gar nicht mit, du kannst gar nicht mehr so viel erfahren. Mir fällt jetzt gerade, kommt mir in den Sinn, so eine Sache mit wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Ich glaube, die Uni in Leipzig war es, dass hier eine Flut von wissenschaftlichen Veröffentlichungen da sind. Jeder versucht in wissenschaftlichen Zeitschriften was Neues zu veröffentlichen, das dann anerkannt wird, weil man Geld damit verdient. Und glaube, an der Uni in Leipzig ist dann ein Untersuchungsausschuss gewesen, die einmal versucht haben, einige dieser Flut von Veröffentlichungen überhaupt zu überprüfen, ob das stimmt. Und die haben dann festgestellt, dass so ein riesenhoher Prozentsatz, kannst du ja mal googeln, wenn dich das interessiert, dass die überhaupt nicht nachvollziehbar sind. Aber wenn sie draußen sind, sind sie draußen. Das ist diese Oberflächlichkeit. Wir leben mittlerweile in einer Welt, wo eigentlich nur noch die Überschriften verarbeitet werden. Das ist so jetzt das Musterbeispiel, wo ich sage, mit den E-Zigaretten, dieser unendliche Wahn in einem Konstruktprogramm dahinter. Ich wiederhole es nochmal, zum Beispiel eine Bild-Zeitungsüberschrift: E-Zigaretten sind tödlich. Der Bericht ist eine halbe Seite. Und ganz innen drin, E-Zigaretten sind tödlich. Und dann ganz innen war dann ganz in einem Satz nebenbei erwähnt, dass die 100 Mann sind in Amerika schon gestorben. Halt, das ist noch Unterzeile von der Überschrift. 100 Mann sind in Amerika schon gestorben. Und dann wird ganz unten war dann erwähnt in einem kleinen Satz, dass die, die hier die E-Zigaretten gedampft haben, haben sich hier Rauschgift mit reingemischt in die Flüssigkeit. Dann kann ich aber auch sagen, hier Tee oder Kaffee ist tödlich oder Bier ist tödlich, wenn ich mir hier Arsen oder Blausäure mit reinmische. Das verzerrt es. Und die Masse, wenn du siehst, die lesen nur die Überschrift und die wissen dann ja, dass E-Zigaretten tödlich sind. Nichts ist weniger gefährlich wie E-Zigaretten. Selbst dann die ganzen Unkenrufen, wo noch sind, du musst doch nur schauen, was drin ist. Und wenn mir einer weich macht, das ist nur mit Panik machen und hin und her, das sind reine Lebensmittel, wo da drin sind. Lebensmittelaromen und Lebensmittelzusätze, die seit, was weiß ich, 70 Jahren jetzt raumzeitlich gedacht schon Lebensmittel sind. In allem Möglichen, in der Zahnpasta, Hauptbestandteil, all das ganze Zeug. Du wirst doch mir nicht behaupten, wenn ich da einen Hauch Dampf von Base drin habe, dass das für die Mundschleimhaut schädlicher ist, wie wenn ich die hundertfache Menge in der Zahnpasta schon drin habe und reibe mir das dann ins Zahnfleisch ein. Zeig dir das, wo der Zahnpasta tut, mit 90% ist einer der Hauptbestandteile Glycerin und Glykol. Ja, aber die Lunge, und jetzt kommt ja, aber, ja, aber, ja, aber. Nächste Überschrift.
ein großes Bild, ein verbranntes Gesicht, dann hat er noch meine Pico in der Hand, als Udo, ich rede jetzt als Udo, dann hat er noch genau dieses Gerät, bloß einen anderen Kopf drauf, genau das Gerät, ich war nie mehr E-Zigarette anfassen, habe mich verbrannt, E-Zigarette ist explodiert mit Fotos. Und dann liest du den Bericht und dann ist es, dass er, was hier, es ist nicht explodiert, schon gar nicht die E-Zigarette, sondern der hat hier einen Akku in der Tasche gehabt. Diese Akkus in den E-Zigaretten sind die sichersten Akkus, die es gibt. Jeder Handy-Akku und jeder Tablet-Akku ist also von der Gefährlichkeit zigfache höhere Gefährlichkeit, weil die höhere Packungsdichte haben. Die sind in Unmenge an Handstaubsaugern und so weiter. Das hat mit E-Zigaretten nichts zu tun. Die Dinger hat es schon gegeben, bevor es E-Zigaretten gegeben hat. Und der hat ihn transportiert und er sagt aber, er hat weder einen Schlüssel noch Münzen gehabt in der Tasche, weil Akkus sind gefährlich, wenn du da einen Kurzschluss reinmachst. Darum ist es eigentlich in der Bedienungsanleitung, musst du so einen kleinen Paris oder Gefäß machen, wenn du den transportierst, dass die Boden abisoliert sind. Er sagt, er hat hier das zwar nicht rum gehabt, aber er hat keine Münzen und keinen Schlüssel, dass ein Kurzschluss passieren kann, in der Tasche mit gehabt. Und dann ist das Ding irgendwie, hat es zum Brennen angefangen in seiner Tasche. Jetzt frage ich dich, was hat der ganz normale Standardakku, den es schon seit vielen, vielen Jahren vor E-Zigaretten gibt, was hat er damit zu tun, dass an der Überbruchstelle meine E-Zigarette ist explodiert? Und wenn du da mal einen Fokus drauf hast, dann wirst du merken, dass 99% aller Medienberichte, egal wo sie sind, auch die ganzen Verschwörungstheorien, dasselbe Geschwätz, du hängst in Überschriften fest, die ganze Schulmedizin, was hilft, was nicht hilft. Dein Glaube wird von dir verwirklicht, wenn du es glaubst. Und Glauben heißt für wahr halten. Ja. Und du musst dieses für wahr halten irgendwann einmal aufgeben, dass ich sage, Glaube rot geschrieben, nur noch das, was du vor einem Richter beschwören kannst, ohne eine Meinung zu schwören. Alles, was du vom Hörensagen aus der Zeitung, aus dem Fernsehen heraus kennst, ich sage, du kannst es, wenn du es willst, für möglich halten, aber glaube es nicht. Aber wenn du dann einmal begreifst, dass du wirklich einmal nach Gegenseiten suchst, egal was für eine Behauptung du aufschnappst, ich wiederhole nochmal, egal welche Seite du mir zeigst, welche Aussage du mir von irgendjemandem zeigst, ich zeige dir tausende von Seiten und Aussagen von anderen, die das Gegenteil oder was ganz was anderes zu demselben Thema behaupten. Jetzt hast du wieder einen riesengroßen Topf von Möglichkeiten, das sind die Perspektiven der Tasse. Und schon sich im Kopf zu zerbrechen, welche dieser Perspektiven die Tasse ist, ist Geistlosigkeit. Das ist Geistlosigkeit. Zeig mir eine Figur in deinem Traum, wo nicht total geistlos ist. Ich werde dir beweisen, dass wirklich 99% der Menschen einseitige Schwätzer sind. Und irgendwann wirst du einfach akzeptieren, das sind jetzt einfach nur ist eine vergängliche Information in mir. Selbst ich, Blau, das, was ich ein Leben lang zu sein geglaubt habe, ist nur ein Gedanke, der von mir gedacht wird. Und all das Leid, das ich, Geist, in meiner jetzt ausgedachten Vergangenheit erlebt habe, nur ich, Geist, kann Gefühle erleben. Die Ursache davon ist, weil ich mich mit den Gedanken von mir selbst verwechsel. Und von diesen Gedanken, Mensch, großes blaues Ich, Konstrukt, Werte und Interpretationssystem, dass ich das schon gemeint habe, das ist der Weisheit letzter Schluss, was diese Logik mir einredet, die überhaupt nicht, meine Meinung ist nicht meine Meinung, das ist eine Änderung, das ist ein Schwamminhalt. Was für ein Schwamminhalt ich zur Zeit zu durchschauen habe, konnte ich mir nicht rausholen. Jetzt müsste man bloß das Schwammbeispiel wieder verstanden haben. Darum muss man das wiederholen, wo ich sage, vom ersten Mal hören, bis man es anfängt, ansatzweise wirklich zu installieren, dieses Wissen, vergehen 20 bis 25 Lebensjahre im normalen Leben, die natürlich sehr subjektiv chronologisch jetzt ausgedacht sind. Die Wirklichkeit, von der ich rede, die ist ganz anders. Und da wirst du mit einer Basic-Logik, wirst du die nie verstehen, wo ich gesagt habe, alles, was du zurzeit denken kannst, das ganze Wissen der Menschheit, wie viel davon weißt du? Wir können jetzt erst einmal die Basic-Logik ausreizen. Und dann werden dir erst einmal bewusst, wie Idioten, welche Idioten, Idiote heißt ganz neutral, wertfrei, einfacher Mensch. Ein Fach. Sie stecken alle in einem Fach drin. Natürlich viele in unterschiedlichen Fächern. Fachleute halt.
Experten. Ja, das ist immer wieder so eine Sache, die Fachleute, die Experten. Und da wirst du natürlich dann irgendwann einmal feststellen, ich muss jetzt gleich einmal nachschauen, ob es sich rentiert. Ich muss fast den Bildschirm schnell übertragen. Ich muss denn die quetschen mir da jetzt immer rein. Komm nicht hin, warte mal einen kleinen Moment. Ich muss warten, bis es weggeht. So, dann beginnen. Schauen wir mal das Fach. Die konsonante Radix-B-Chat, eine Wissenskollektion, nennen wir das ja, ne? Ja. Das Wissen von etwas ist immer eine Kollektion von Denkmöglichkeiten. Schau mal, was das heißt. Ja. Und du musst hier, das ist die Falle und das Ganze baut auf einen Strick. Jetzt können wir lesen, ein raumzeitlicher Trick. Ist immer ein gewisser Trick mit dieser Raumzeitlichkeit. Und das ist halt, wenn man das durchgeht, die Vatersprache, wenn du beherrschst. Ich erwähne immer wieder, du brauchst kein Lexikon mehr, du brauchst kein Wikipedia, wenn du die Grundlagen der Vatersprache hast, wird jedes Wort absolut selbsterklärend. Und zwar in Bezug jetzt auf den höheren geistigen Kontext und nicht bloß irgendwie auslegungstechnisch. Das Rot-Blau-Lesen, ich erwähne es, es ist so simpel. 22 Zeichen Rot-Blau-Entsprechung sind übrigens 44. 44 ist Illet, das ist das Kind. So wie der Adam rote geistige Hälfte hat und die blaue Hälfte hat. 22 rote, das ist der Seher, das ist das Männliche, das ist der Geist, das Gedenken, das geistige Denken. Was übrigens Gedanken, wenn wir das machen, beginnt mit die Idee, der Geist ist geschlossen, Gott, das ist der Jupiter. Das ist, darum heißt hier, Seher, das Männliche heißt Gedenken eigentlich. In den meisten Wörterbüchern nicht Denken, sondern Gedenken und Erinnerung. Erinnerung, das Innere erwacht. Und das ist Gott, das ist der Jupiter. JUB. IJUB. Und dann haben wir die 22 Blauen, das ist das Kind, das Gotteskind. Da ich du bin, auch du in Bezug in deiner blauen Verkörperung, bin ich auch der Michael. Der Michael Kuppelmeier, KUPBL, wie das Wissen von Gott. Michael heißt, wer ist wie Gott? Jetzt ist natürlich das Problem, sobald du den dir ausdenkst, den Michael Kuppelmeier, das Pixelmännchen, ist das schon wieder blau und du bist genauso was Blaues ausgedachtes. Du bist rot geschrieben, Michael Kuppelmeier. Die Frage, wer ist wie Gott? Was Kuppel, KUPBL, wiederum drinsteckt. Die Kuppel ist übrigens auch ein Dom und der Schöpfer ist Atom, das ist der Rote. Und der wiederum ist schweigsam und still. Wenn du schaust, das Adam heißt ja auch schweigen und still. Shin Waf, das logisch doppelt aufgespannte, ist dein eigenes. Schwa wiederum heißt nichts, weil das plus 5 minus 5 ist immer nichts. Das ist die Pforte. Es wird jedes Wort in jeder Sprache der Welt wird selbst erklären, wenn du es kennst. Und jetzt merkst du, da gibt es einen Universalcode. Das ist Holofeeling, ist wie ein Computer, der alles kann, egal was, egal welches, was du aufspielen willst, welches Programm, welche Datei, welches Format, egal was, du machst es und er macht es auf. Ist ein Universalschlüssel. Wie lächerlich ist es, wenn jetzt ausgedachte Tropennasen auf dem Fach Idioten, die sich Physiker nennen, meinen, die Weltformel besteht rein aus dem Zusammenverknüpfen von dem bisschen an Vorstellungswelten von Quantenmechanik und Einsteins Relativitätstheorie. Wenn man die verbinden kann, dann hat man die Weltformel. Was ist mit Religionen? Was ist mit Leben? Was ist mit Kultur? Was ist mit der Natur? Das zu reduzieren auf einige ganz primitive Vorstellungsberechnungen, wo die drinstecken. Die sie alle verwirklichen, ihre ganze Quantenmechanik
all das nur noch ein Zahlen hochrechnen, wo sie dann aufgrund von Berechnungen diese ständig renormieren, dass sie ihren Kontext nicht verlassen müssen, Teilchen postulieren, rein berechnet, hochgerechnet, wo man dann in irgendeiner Art und Weise dann die 4-5 Jahre durch selbsterfüllende Prophezeiungen angeblich in den Teilchenbeschleunigern entdeckt. Ob das das Higgs-Teilchen ist oder jetzt der Haramein mit seinen neuen Teilchen. Aber was entdecken die letztendlich, wenn sie vom Computer sitzen und auf dem Monitor glotzen? Das ist doch das Einzige, was wirklich hundertprozentig sicher in dem Moment da ist. Im Hintergrund schon wieder irgendwelche Berechnungen. Ja, das sind ja Sensoren und es ist so unvorstellbar klein. Und da machen wir Aufnahmen in der Blasenkammer, wo die Teiche mit nahezu Lichtgeschwindigkeit aufeinandertreffen. Zeig's mir doch einmal real. Ja, das kann ich dir nicht zeigen. Das ist so unvorstellbar klein, dass man das mit den bloßen Augen nicht sehen kann. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Du siehst mit deinen ausgedachten Augen überhaupt nichts. Weil was Ausgedachtes keine Fähigkeit hat, irgendwas wahrzunehmen, was zu spüren oder selber was zu machen. Das Ausgedachte ist so, wie du glaubst, dass es ist, wie du dir das ausdenkst. Du bist der Einzige, der es erlebt. Und ich reduziere es auch, der Geist ist der Einzige, der träumende Geist ist der Einzige, der den Traum erlebt. Und wenn du mal begriffen hast, dass du jetzt der träumende Geist bist, würde ich bloß noch eins interessieren, du wirst wach werden, weil dich die Welt interessiert jenseits des Traumes. Die dann übrigens keine Welt mehr ist, weil WLD ist das Brandopfer. Die wirst du erst zu sehen bekommen, wenn du den Polarrand opferst. Dann kommst du in die höhere Welt. Und ich versuche dir das jetzt genauso wenig zu erklären, so wie du jetzt auf dieser unteren menschlichen Ebene versuchen wirst, dann 3,5-Jährigen zu erklären, was körperliche Sexualität ist und wie ein Computer funktioniert. Alles hat seine Zeit. Im Prediger, im Buch Cholet. Dieses Gespräch, die Selbstgespräche unterscheiden sich elementar von all dem Geschwätz, was sonst du jetzt dir an Videos reinziehen kannst. Weil wir reden von dem, was hundertprozentig sicher ist. Und nicht von irgendwelchen Vermutungen. Da kann ich dann immer wieder sagen, wenn du den Maßstab anlegst, den ich UB anlege, dann ist jegliche Form von Religion vom Tisch. Es erfordert blinden Glauben. Holofeeling erfordert keinen blinden Glauben, sondern Bewusstsein. Du musst bewusst sein. Sonst kannst du meine Gedankengänge gar nicht folgen. Was ausgedacht ist, interessiert mich nicht, weil das kommt eh zurück zu mir. Mir, Russisch. Das ist dieser M, dieses Meer, ist der göttliche Kopf. M-I-R. Rot geschrieben. Und das wissen wir, wissen das ja, dass er das im Russischen heißt es Frieden. Und da steckt das Wort Eden schon mit drin. Eden heißt zum einen übrigens eine Zeit, eine ewige Zeit in einem Punkt. Das ist Eden. Die ewige Zeit, die sich in einem Punkt befindet. Ewigkeit. Und Fri heißt eine Frucht, wenn man es jetzt blau. Das Wissen ist immer ein berechneter Intellekt. Wenn wir es rot machen, ist es die Weisheit im Kopf Gottes. Pri Eden. Die Weisheit im Kopf Gottes. Nur rot-blau lesen, das ist schon die einfachste, sofort perfekte göttliche Antwort für das, was diese Zeichenkette bedeutet. Und dann kann man viele Variationen noch machen. Das Eden kann zum Beispiel, sondern wird ja mit 70 geschrieben, das E. Nicht verwechseln, wenn ich immer sage E, wenn wir als 1 setzen, ist es E-Quadrat, Elef. Das heißt ja auch unendlich viel. Oder das Aleph, der nicht denkbare Ursprung. Oder dann die 70, kann ja auch Aleph Vokale auch nicht mehr. Wenn wir dann E machen, ist es eine blau gelesen, eine Erscheinung. Ich nenne es einen Augenblick. Okay. Oder die Quelle. 70. Als E. Das Entstehen. Aus der Quelle entsteht alles. Entstehen heißt aber in Bewegung setzen. Weil da fließt ja jetzt was raus, ohne sich irgendwo nach außen zu bewegen. Das, was du dir ausdenkst, egal wo du dir das hindenkst, ist es trotzdem hier und jetzt. Ist es so schwer zu verstehen? Ist es wirklich so ein Hexenwerk? Frag dich einmal, dass ich immer wieder behaupte, ich bin der Erste. Das, was der Erste sagt, kann jeder 13-Jährige, der neugierig ist, wenn er den Gedankengang mitgeht, hier und jetzt sofort auf der Stelle hundertprozentig sicher überprüfen. Und ich kann dir jetzt hochintellektuelle Professoren und Doktoren sagen,
die komplett nicht in der Lage sind, diese einfachen Worte zu verstehen, weil die so starke Filter haben von lauter Ja, aber und es geht doch nicht und man kann doch nicht und man darf doch nicht. Und das kann nicht stimmen. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Aber wer bestimmt, was sein darf? Es würde das Opfer des bisherigen mühsam auswendig gelernten Wissens, dieses Sich-Aneignen des Schwamminhaltes, ist ein Sich-Aneignen, jetzt chronologisches Beispiel vom Wissen anderer, dass man sich mühsam angeeignet hat und man ist nicht ums Verrecken holen bereit, das jetzt für was Neues zu opfern, weil das zu mühselig war. Ich sage immer wieder, Wissen aufzugeben ist wie wenn einer hier sich 20 Jahre den Arsch abspart und arbeitet und darbt und arbeitet und spart und spart und jetzt hat er endlich diesen Batzen Geld, diesen Besitz, den er sich mühselig erworben hat. Und jetzt kommt einer, das bin ich, und er nimmt dir das weg. Es hat ja den Eindruck, dass ich dir dein Wissen wegnehme. Und dann wehrst du dich, weil du wirst dieses mühsam dir erarbeitete Wissen, wirst du nicht aufgeben wollen. Und jetzt sage ich noch, Moment, wir brauchen doch dein Wissen auch. Das sind doch auch wichtige Wissenselemente. Ich nehme es dir doch gar nicht weg. Es hat für dich den Anschein, weil was ich jetzt neu geben will, es steht ihm im Widerspruch zu seinem Wissen. Und ich sage jetzt, du nimmst mein neues Wissen eben diese Sache mit dem Haar. Du nimmst andere Buchstaben nicht an, weil die von einem Haar ausgehen total unlogisch oder gefährlich sind. Also muss ich dir zwanghaft dein Haar wegnehmen, dass du leer bist, wie ein Computer, der sich nicht wehrt, dass ich neue Daten aufspiele. Und dann gebe ich dir ein Wort ein, nämlich das Wort Haus. Und dann stellst du fest, dass ich dir dein Haar gar nicht weggenommen habe. Du weißt, wie oft ich das schon erzählt habe. Hast du es verstanden? Ich kann nur sagen, wenn du diese einfachen Sachen wirklich verstanden hast, das ist ein Unterschied, ob dir das logisch erscheint, ob du es installiert hast, ob das wirklich zu deinem eigenen Wissen geworden ist. Und du bist der Erste, der es mitkriegt. Solange du noch welche Kleinigkeiten abstattst, worüber du dich aufregst. Und das wirst du erst merken, wenn du wirklich ein wertfreier Beobachter geworden bist. Und dann greift dich zuerst einmal das pure Entsetzen an. Ich verspreche es dir, wenn du diesen Doppelschritt gegangen bist, in einem normalen, ein ganz normaler Tag, jetzt wieder raumzeitlich gedacht, 24 Stunden, wie oft du dich über Babyfax reagierst, aufregst. Das muss jetzt nicht laut sein, dass dich aus der Bahn schmeißt. Wo du wirklich merkst, wo dein Programm zwanghaft einseitig negativ reagiert. Und das darfst du auch weiterlaufen lassen. Wir wollen ja nichts verändern. Es geht mir darum, dass dir das jeden Moment, wenn das in dir auftaucht, dir bewusst ist. Darum habe ich gesagt, verlagere deinen Fokus auf dein Wertesystem. Mach dir bewusst, wie viele einseitige Ziele du noch anstrebst, wie wenig du dich eigentlich für dich selbst, für das heilige Ganze interessierst. Jetzt lassen wir es dann gut sein. Jetzt irgendwann einmal bin ich gespannt, wenn ich dir das nicht mehr erzählen muss, weil ich merke, jetzt kann ich ihm was Neues erzählen. Jetzt hat er es verstanden. Verstanden. Dann kann man wirklich was Neues machen. Und es ist kein Hexenwerk. Es geht nicht, dass man der Weltmeister im Aufwächern wird. Ich sage immer noch dazu, es muss dich interessieren, es muss dich im tiefsten Innern interessieren. Es sind so viele Figuren, die jetzt in meinem Traum auftauchen, ja, ich verstehe das nicht und so weiter, dann lass es, dann hast du die Reife nicht, was natürlich die überhaupt nicht hören wollen. Du hast einen erwachsenen Mann, der hoch Karriere gemacht hat in seinem Leben und ich sagte, du bist nur ein geistiger Hosenscheißer. Du bist der kleingeistige Hosenscheißer. Ich rede von Geist, nicht von Intellekt oder Trockennasenaffen. Wenn du die Reife hast, würde dich das interessieren, so wie dich irgendwann einmal in dem menschlichen Leben dann die Sexualität in der Pubertät interessiert und vorher nicht. Du hast keinen Einfluss drauf, das ist auch kein Vorwurf. Es ist immer ein Akt der Demut zu akzeptieren, nein, das interessiert mich nicht. Also habe ich da eben in dem Leben was anders zu machen. Was habe ich im Hier und Jetzt ausgedachten letzten Selbstgespräch gesagt? Und wenn du gern strickst, dann strick, mach dich zu einem Weltmeister im Stricken. Den Strick haben wir gerade schon gehabt. Ja. An dem du dich letzten Endes selbst aufhängst, wo du dich selbst zusammenhegeln kannst. Oder einspannst. Wir sind wieder bei unserem Fach. F-Chat ist P-Chat. Jede Facette ist eine Kollektion. Kollektion, Selektion, Kollektion. Die Selektion wird wieder, ist wieder eine Kollektion, wo wir wieder was rausselektieren. In dem Moment ist es wieder Stadt, Straße,
Das kannst du unendlich fortführen, bis du in die Welt der Bilder, in der Welt der Vorstellungen kommst. Bis hin zur Materie. Materie ist hochkonzentrierte Energie, E Quadrat. Haben wir ja gerade gesagt, das Eden, Aral, das letzte Update, wo ich reingeschaut habe, wenn es da angeschaut ist. Okay, jetzt ist es aber gut. Spiel noch eine Runde mit dem, der du zu sein glaubst. So, mach mal. Ciao. Gruß an die Dagi. DG. Geöffneter Geist ist Fisch. Ganz nebenbei. Ciao. Ciao.